Willkommen hier bei Asphalt Art. Das ist der nagelneue Kia EV3 und so sieht der Schlüssel dazu aus. So sandfarben auf der einen Seite, Kofferraum öffnen, Fahrzeug entriegeln, Fahrzeug verriegeln und auf der anderen Seite die Knöpfe für das teilautonome Ein- und Ausparken. Und ich sage dir, wie gut er fährt, wie gut er verarbeitet ist, wie gut ich mit 1,84 vorne und hinten sitze, wie viel in den Kofferraum passt und natürlich auch, wie viel er kostet. Und das Ganze wird dir wie immer präsentiert von unserem Partner leasingmarkt.de, Deutschlands Nummer 1 beim Thema Autoleasing. Viel Spaß! Unter der Haube steckt als allererstes mal ein Frunk. Yay! Sehr gut, Kia. Da passen 25 Liter rein. Hier steckt kein Motor drunter. Den EV3 gibt es bisher nur mit Heckantrieb. Es wird auch noch eine Allrad-Version kommen, bisher aber nur Heckantrieb. Bei diesem Testwagen haben wir hier 150 kW, also 204 PS an der Hinterachse und 286 Newtonmeter Drehmoment. Er ist 4,30 Meter lang bei einem Radstand von 2,68 Meter. Damit du das vielleicht im Straßenbild ein bisschen besser einordnen kannst, ein aktueller Dacia Duster, also das 2024er Modell, ist 4 cm länger als der EV3, also 4,34 Meter. Er ist 1,56 Meter hoch, er wiegt rund 1900 Kilo. Ich sage deshalb rund, weil das zwischen knapp 1800 bis 2005 Kilo variiert, je nachdem, welcher Akku hier drin ist und wie das Auto ausgestattet ist. Und die Farbe nennt sich Adventurine Grün. Und ich habe direkt mal eine Frage an dich, die du mir bitte in den Kommentaren beantworten kannst. Dieses Heck, dieses Design, allgemein das Design von dem Auto, das sieht ja wirklich aus wie so eine Raumkapsel, so eine Rettungskapsel, die per Knopfdruck aus so einer Raumstation abhebt. Ich persönlich finde das richtig cool. Ich mag dieses futuristische und eckige und kantige Design. Gefällt dir das auch oder ist das überhaupt nicht deins? Sag mir das doch wirklich sehr gerne mal hier unter dem Video in den Kommentaren. Dieser Testwagen in der Ausstattungslinie GT-Line mit dem großen Akku kostet 51.680 Euro, wenn man ihn so nachkonfigurieren würde. Wenn dir das zu viel ist oder du lieber auf den Gebrauchtmarkt guckst, dann geh beim Gebrauchtwagenkauf immer auf Nummer sicher mit der Hilfe von carvertical.com, insbesondere dann, wenn du vorhast, ein Schnäppchen im Importbereich zu machen. Einfach die Fahrzeugidentifikationsnummer auf der Website eingeben, dann bekommst du einen Damage Report und siehst, gibt es irgendwelche bekannten Vorschäden, ist der Kilometerstand richtig so, wie viele Vorbesitzer hatte das Auto, war es vielleicht mal irgendwo als gestohlen gemeldet und vielleicht auch interessant für dich beim Gebrauchtwagenkauf, handelt es sich bei deinem Wunschgebrauchten vielleicht um ein Importfahrzeug und deshalb ist der Preis so interessant. All das sagte der CarVertical Damage Report und CarVertical hat sogar noch mal einen Rabattcode für euch rausgelassen. Mit dem Code ASPHALTART gibt es auf diesen Service 20% Rabatt oder du benutzt einfach den Link hier in der Videobeschreibung. Der EV3 hat genau das gleiche Cockpit wie der große EV9 bekommen. Das ist 12,3 Zoll groß und hier kann ich mir auch die verschiedensten Dinge anzeigen lassen und auch unterschiedliche Anzeigestile anpassen. Rechts daneben befindet sich ein 5,3 Zoll großes Touch-Display, um die Klimaanlage zu bedienen. Und rechts daneben ein weiteres 12,3 Zoll großes Display, wo das Hauptbetriebssystem draufläuft. Das ist das allerneueste System von Kia, sieht ein bisschen aufgeräumter aus als vorher, ist sehr schön schnell und Apple CarPlay und Android Auto funktionieren jetzt hier auch endlich kabellos. Zusätzlich steht auch noch ein Head-Up-Display zur Verfügung, was ich ein bisschen schade finde. Navigationsinformationen aus Apple-Karten werden bei der Benutzung von Apple CarPlay leider nicht ins Head-Up-Display übertragen. Unser Testwagen ist mit dem Premium-Soundsystem von Harman Kardon ausgestattet. Ich finde, der Klang ist sehr basslastig und es fehlt so ein bisschen die Differenziertheit von mitten in die Höhen raus. Man sollte im Equalizer für meinen Eindruck auf jeden Fall den Bass ein Stückchen rausnehmen, dann klingt es deutlich besser. Wer auf fetten Klang steht, der ist hier aber an der richtigen Adresse. Unterhalb des zentralen Displays stehen zwei USB-C-Anschlüsse zur Verfügung. Der linke ist auch für die Datenverbindung, geht aber eben auch kabellos. Und dann haben wir hier hinter so einer druckbelasteten Klappe nochmal einen 12-Volt-Anschluss. Zusätzlich kann ich natürlich auch Geräte kabellos hier in der Mitte laden, gibt allerdings nur ein kabelloses Ladepad. In die Türtaschen passt nur eine 0,5 Liter Flasche. Dazu bekomme ich hier noch ein Portemonnaie rein. Ein Brillen-Etui wird schon fast ein bisschen schwierig. Dafür habe ich eine riesige Mittelablage mit zwei Becherhaltern, die ich hier per Knopfdruck ausfahren kann. Die Becherhalter haben dann auch Abstandshalter, sodass Getränke hier nicht hin und her wackeln. Dazu gibt es hier in der Mitte noch eine Ablage im ganz klassischen Sinne, die ich auch
nach vorn verlängern kann. Und dann kann ich die als Tisch benutzen, um hier zum Beispiel mal ein Tablet drauf abzustellen oder auch einen Laptop während der Ladepause und was arbeiten zu können. Oder ganz einfach sich ein Brot drauf zu schmieren oder so. Ich finde die Idee tatsächlich ganz clever und könnte mir vorstellen, dass ich das im Alltag, eben zum Beispiel an der Ladesäule, doch relativ häufig nutze. Und dann haben wir natürlich noch ein Handschuhfach. Das ist so mittelgroß, mal zum Vergleich. Das hier ist ein iPad Pro in der 12-Zoll-Version. Das passt ebenso von der Größe rein. Die Sitze bestehen in unserem Testwagen dank GT-Line aus Kunstleder und sie sind beheizt und belüftet. Fahrer- und Beifahrersitz sind außerdem elektrisch einstellbar. Auf dem Fahrersitz habe ich auch eine zweistufige Memory-Funktion. Mit 1,84 Meter finde ich im EV3 eine sehr bequeme Sitzposition. Ich kann schön aufrecht sitzen, sitze auch so ein Stückchen erhöht. Das finde ich angenehm in diesem SUV. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass ich so oben aufgesetzt sitze auf dem Battery Pack. Ich komme auch überall wirklich gut ran. Das Lenkrad ist besetzt mit physischen Knöpfen. Das finde ich richtig angenehm für die Bedienung und auch das Display kann ich wirklich sehr gut bedienen. Es gibt aber auch einen großen Haken und das ist die Klimabedienung. Ich habe euch das ja eben schon gezeigt, dieses kleine aufrecht stehende 5,3 Zoll Display hinter dem Lenkradkranz. Und genau das ist auch das Problem. Das sitzt hinter dem Lenkradkranz. Und wenn ich sehen will, was da angezeigt wird oder das gar bedienen möchte, dann muss ich mich während der Fahrt hier so zur Seite lehnen, um dann da drauf zu gucken, um das zu bedienen und werde dann durch ein nerviges Gepiepe daran erinnert, dass ich bitte meine Augen auf der Straße halten soll, nur weil ich hier vielleicht mal die Lüftung auf die Scheibe stellen möchte, wenn sie beschlägt, weil ich dann hier so am Lenkradkranz vorbeischiele. Das finde ich sehr ungünstig gelöst. Das sieht zwar cool aus, aber die Bedienung wäre dann über das Zentraldisplay doch besser gewesen. Plastic Fantastic, damit lässt sich der Innenraum beschreiben, aber muss natürlich fairerweise auch sagen, was soll es sonst sein? Und der Kunststoff, den Kia hier einsetzt, den finde ich auch in Ordnung, der fühlt sich nämlich nicht minderwertig an. Wir machen trotzdem mal einen kleinen Materialcheck. Das hier oben ist harter Kunststoff, ist aber mit so einer Oberfläche versehen, dass der eine Struktur hat. Und hier muss man auch fairerweise sagen, obwohl ich da immer ganz kritisch bin, da fasse ich tatsächlich nie hin, weil hier ja dieses Display im Weg ist. Darunter geht es weiter dann mit so einem Stoff. Finde ich cool, ist mal irgendwie was anderes. Dann kommt noch mal so eine Kante hier. Das sieht fast aus, als ob sich die Lüftungsdüse komplett bis rüber durchzieht. Ist aber nicht der Fall. Hier ist zu. Hier haben wir eine Zierleiste, in die dann auch die Grundbedienung der Klimaanlage mit eingearbeitet ist. Und darunter haben wir dann wieder so eine Stoffbahn. Das Handschuhfach ist harter Kunststoff und auch dieser ganze Bereich hier unten ist harter Kunststoff. Und jetzt sage ich was, das stört mich nicht, dass es da unten hart ist, denn mein Knie stößt hier nirgendwo gegen. Das schwebt hier frei im Raum und das ist auch angenehm, hier so zu sitzen. Das Lenkrad liegt auch angenehm in der Hand. Ich komme überall wirklich sehr gut ran, um das hier zu bedienen. Ich finde es schön, dass Kia hier noch so ein paar Schnellwahltasten hat, wie zum Beispiel schnell nach Hause oder schnell hier auf das Setup, um irgendwas im System einzustellen oder direkt auf die Medien. Das geht ganz angenehm und da hat man auch so ein haptisches Feedback dahinter. Das ist also nicht einfach nur ein berührungsempfindlicher Knopf, sondern wenn ich da drauf drücke, ist so ein kleiner Vibrationsmotor dahinter, der mir ein Feedback gibt und ich habe einen physischen Drehregler für lauter leise. Aber fühlt sich das nach 52.000 Euro an? Weiß ich nicht. Ich sage nein. Also für 52.000 Euro müssten für mein persönliches Empfinden, und Achtung, das ist natürlich hier immer eine persönliche Meinung, noch mehr weiche Materialien Einzug halten, vielleicht auch noch mehr Ambientelicht, ja, noch mehr gepolsterte Flächen. Aber der Basispreis liegt ja unter 40.000 Euro und man bekommt auch die große Batterie in der Basisausstattung, wo man dann auch schon das große Display hat und so hier die verstellbaren Sitze und so, für rund 41.000 Euro. Und da muss ich dann sagen, für 10.000 Euro weniger finde ich diesen Innenraum schon sehr überzeugend, denn ich fühle mich grundsätzlich mal wohl hier drin. Ich sitze hier hinten jetzt hinter mir selbst. Ich bin 1,84 groß. Der Fahrersitz ist auf meine Körpergröße eingestellt. Die Füße kann ich leider nicht mehr unter den Sitz schieben. Das finde ich ein bisschen negativ. Dadurch bin ich nämlich gezwungen, hier nur diesen kleinen Bewegungsradius für meine Füße zu benutzen. Aber ich habe noch ausreichend Kniefreiheit und ich habe auch noch genug Platz am Kopf. Könnte sogar noch eine Mütze tragen hier bei 7 Grad am Feldberg. Ich habe ansonsten hier hinten Isofix hinter dem Beifahrersitz, hinter dem Fahrersitz. Ich habe eine
Mittelarmlehne mit zwei Becherhaltern, hier aber ohne Abstandshalter. Die Mittellehne ist auch groß genug, dass hier zwei Erwachsene sitzen können. In die Türtaschen passen auch hier hinten leider nur 0,5 Liter Flaschen. Ich habe am Fahrer- und am Beifahrersitz einen USB-C-Anschluss, um meine elektrischen Geräte zu laden. Es gibt individuelle Lese- und Einstiegsbeleuchtung. Ich habe eine dreistufige Sitzheizung hinter Fahrer- und Beifahrersitz. Und ich habe elektrische Fensterheber. Die Fenster versenken sich komplett im Scheibenrahmen. Das finde ich sehr schön. Die haben eine Automatik, haben dementsprechend auch einen Einklemmschutz, der zwar ein bisschen viel Kraft braucht, aber ich kann die Fenster dann auch von da vorne sperren und ich habe noch einen Angstgriff. Was mir hier fehlt, und das finde ich ein bisschen schade, das wäre eine coole Sache, denn Kia adressiert dieses Auto ja eben auch an Familien, wo also die Rücksitzbank auch wirklich genutzt werden soll, wäre eine dritte Klimazone, so dass ich hier hinten auch die Temperatur einstellen kann. Das wäre eine schöne Sache, aber ich habe immerhin zwei individuell zu regelnde Luftausströmer. In den Kofferraum des EV3 passen so 460 Liter, also wenn die zweite Sitzreihe aufgestellt ist. Die Zuladung beträgt 470 Kilogramm. Die Kofferraumklappe lässt sich elektrisch öffnen per Fußgeste, per Annäherungssensor, per Knopf auf dem Schlüssel oder auch per Knopf hier an der Heckklappe. Ich kann natürlich auch die Höhe programmieren und ich habe natürlich auch einen Einklemmschutz in allen Öffnungsbereichen der Heckklappe. Klappe ich die Rücksitzbank um, was im Verhältnis 60 zu 40 geht, dann erhalte ich ein maximales Ladevolumen von 1251 Litern. Auf Wunsch bekommst du auch eine Anhängerkupplung für den EV3. Hier mit dem großen Akku beträgt die maximale Anhängerlast bei gebremsten Anhängern 1000 Kilo. Bei ungebremsten Anhängern sind es 750 Kilo. Die Stützlast liegt bei 100 Kilo. Das ist relativ viel. Hier kann man also auch guten Fahrradträger mit zwei oder drei E-Bikes hinten drauf laden. Und ich habe auch noch eine Dachlast. Die liegt bei 80 Kilo. Der EV3 steht auf Hyundais eGMP-Plattform. Das heißt ja eigentlich 800 Volt Technik. Hier sind es aber leider nur 400. Wir haben in unserem Testwagen eine Batterie mit 81,4 Kilowattstunden Energiegehalt. Es gibt auch noch eine kleinere mit 58,3 Kilowattstunden. Geladen wird hier vorne rechts. Am CCS-Anschluss nimmt der EV3 maximal 128 kW entgegen, jedenfalls mit der großen Batterie. Das bedeutet, von 10% auf 80% geht es in 31 Minuten. Ich kann per Typ 2 auch mit 11 kW laden. Da brauche ich dann von 10% bis 100% 7 Stunden und 15 Minuten. Und ich komme auf eine Reichweite mit diesen 19 Zoll Felgen, die wir hier auf dem Testwagen haben, von 563 Kilometer laut WLTP-Zyklus. Die kleinere 58,3 Kilowattstunden große Batterie lädt am CCS-Anschluss mit maximal 101 kW, braucht aber dennoch nur 29 Minuten von 10% auf 80%, weil der Energieinhalt ja kleiner ist. Und damit habe ich eine Reichweite von 414 Kilometern. Mit seinen 150 kW, also 204 PS, braucht der EV3 7,9 Sekunden aus dem Stand auf 100 und die Höchstgeschwindigkeit wird bei 170 km/h erreicht. Das sind keine Fabelwerte, aber elektroautotypisch fühlt sich das sehr souverän an und für das, was der EV3 sein soll, nämlich ein kompaktes SUV für die, sage ich mal, ganze Familie, ist das absolut ausreichend und du bist auch mit dem Frontantrieb, selbst bei so nassen und kalten Bedingungen wie heute, fast immer der Erste an der Ampel, da so ein Elektromotor eben super fein geregelt werden kann im Vergleich zu so einem Verbrennungsmotor und es geht einfach immer ausreichend vorwärts. Zum Verbrauch kann ich euch noch kein wirklich belastbares Ergebnis geben. Alle Werte, die ich euch jetzt sagen würde, wäre irgendwelche Mutmaßerei. Ich bin jetzt 51 Kilometer gefahren. Laut WLTP-Zyklus liegt der Verbrauch bei 16,3 Kilowattstunden. Hier im schlechtesten Fall mit den großen 19 Zoll Felgen und mit der großen Batterie und dem schweren Auto. Das ergibt 536 Kilometer Reichweite. Die 16,3 Kilowattstunden sehe ich realistisch, ja, wenn ich einen großen Stadtanteil habe. Als ich vorhin auf der Autobahn unterwegs war, da hat sich der Verbrauch so ungefähr bei 20 bis 21 Kilowattstunden auf 100 Kilometer eingependelt. Bei 120 bis 130 Tempomat. Die 16,3 sehe ich also eher nicht. Der EV3 hat relativ viele Fahrmodi. Es stehen zur Verfügung Eco, Normal, Sport, My Drive und ein Snow-Modus. Diese Fahrmodi beeinflussen die Annahme des Fahrpedals, also wie schnell ich beschleunige, wie viel Leistung freigegeben wird, auch wie stark diese Leistung angerammt wird, also ob die ganz spontan da ist oder ob die sich eher so langsam ergibt. Sie beeinflussen außerdem auch die Assistenzsysteme, wie zackig die Regeln im Sportmodus, beschleunigt der Abstandsregeltempomat deutlich zügiger wieder und im Komfort- bzw. im Eco-Modus ist das alles ganz sanft. Außerdem wird beeinflusst, wie straff und schwergängig die Lenkung ist.
Das Fahrwerk ist hier im iV3 nicht einstellbar. Das Getriebe ist natürlich vollkommen unauffällig. Wir haben hier ein Eingang-Reduktionsgetriebe. Viel interessanter ist das Thema Rekuperation. Ich habe die Möglichkeit, über Pedals hier am Lenkrad die Rekuperationsstärke einzustellen in 4 Stufen. 0, 1, 2, 3 und dann gibt es dazu auch noch die Stufe iPedal und damit ist dann auch One-Pedal-Driving möglich und der iV3 verzögert, wenn ich das Gas wegnehme, bis zum Stillstand. Wir fahren hier kein übermäßig sportliches Auto, ich finde die Lenkung aber ausreichend präzise. Ich finde, was hier wichtiger ist, das ist die Leichtgängigkeit. Sie ist schön leichtgängig, ich fühle mich damit sehr wohl im Stadtverkehr, aber auch auf der Autobahn, wenn ich bei etwas höheren Geschwindigkeiten mal einen Spurwechsel vollführe, folgt das Auto sehr schön direkt meinen Lenkbefehlen. Wankbewegungen gibt es kaum. Das liegt daran, dass das Fahrwerk doch, finde ich, relativ straff abgestimmt ist. Es gäbe die ein oder andere Alltagssituation, da würde ich mir wünschen, dass es noch ein kleines bisschen weicher wäre. Kommt aber natürlich der Fahrdynamik zugute. Gerade hier um den Feldberg herum kann man auch mal eine Kurve etwas zügiger nehmen, was man vielleicht erstmal gar nicht so denken würde, wenn man das Auto von außen sieht. Aber alles in allem fährt der iV3 wirklich gut, da habe ich nichts auszusetzen. Als ich vorhin auf der Autobahn unterwegs war, hatte ich ab 120 merklich wahrnehmbare Windgeräusche. Sie waren aber nicht so laut, dass sie mich gestört oder belastet haben. Bis 130, 140 kann ich hier drin auch noch telefonieren. Wie es dann bei schnellerer Geschwindigkeit ist, kann ich euch nicht sagen. Ich durfte nirgendwo schneller fahren, aber es war jedenfalls nicht unangenehm. Die Assistenzsysteme, die hier dabei sind, decken alles ab, was man heutzutage braucht. Die wichtigsten sind der Totwinkelassistent. Ich habe eine Verkehrszeichenerkennung, die hat bisher bei mir auch alle Tempolimits richtig erkannt. Außerdem habe ich einen Abstandsregeltempomat und einen Spurhalteassistent. Der Spurhalteassistent hat mich auf der Autobahn auch wirklich schön zentriert in der Fahrspur gehalten, ist nicht hin und her gependelt und ich hatte auch kein unangenehmes Gezucke im Lenkrad. Zur Übersicht, ich finde den iV3 in der vorderen Fahrzeughälfte sehr übersichtlich, also bis zur A-B-Säule. Ab dann, spätestens bei der C-Säule, habe ich einen ziemlich großen toten Winkel, kann den aber gut über die Spiegel aufheben. Und was hier bei Kia natürlich super clever ist, sobald ich den Blinker setze, bekomme ich in meinem digitalen Cockpit auch die Spiegelkamera der jeweiligen blinkenden Seite eingeblendet. Und damit ist der tote Winkel fast komplett eliminiert. Und Gegenstände im toten Winkel werden mir auch im Head-Up-Display angezeigt und das finde ich ein großer Sicherheitsgewinn, finde ich eine coole Sache. Und an dieser Stelle noch eine Korrektur zum Head-Up-Display. Ich habe vorhin im Innenraum gesagt, dass mir hier keine Navigationsbefehle eingeblendet werden. Das ist nicht der Fall. Ich navigiere gerade mit Apple CarPlay, habe das extra nochmal ausprobiert und wenn man dann Apple-Karten benutzt, dann sehe ich jetzt auch die Navigationsbefehle hier im Head-Up-Display. Also Daumen hoch, finde ich sehr gut. Los geht es preislich beim iV3 mit der kleinen Batterie und der Basisausstattungslinie R bei rund 36.000 Euro. Die Basis dieses Testwagens, also GT-Line mit der großen Batterie, liegt bei rund 49.000 Euro und dieser Testwagen kostet rund 52.000 Euro. Für wen ist das Auto jetzt? Kia sagt, es ist für junge Familien, wie immer, im urbanen Raum viel eher zu Hause als der große iV9, weil er halt einfach viel kompakter ist. Durch die große Reichweite von über 500 Kilometern, dann aber eben auch geeignet für die Langstrecke. Sehe ich mich in dem Auto? Tendenziell schon. Ich finde das Design richtig gelungen. Ich mag dieses futuristische Design. Ich finde auch die Akkugröße okay. Auf meiner Testrunde jetzt hier hätte ich mir einen etwas geringeren Verbrauch erwünscht. Auf der Autobahn bei 130 pendelte der sich irgendwo so bei 20 bis 21 Kilowattstunden ein. Muss man auch dazu sagen, wir haben 15 Grad hier draußen. Aber gut, da würde ich mir wünschen, dass es ein bisschen weniger wäre. Und ich hätte es sowas von abgefeiert, wenn dieser kompakte iV3 wie die anderen eGMP-Fahrzeuge ein 800-Volt-System bekommen hätte und halt nicht 400 Volt. Ich meine, wie cool wäre das in diesem Fahrzeugbereich gewesen? Aber gut, Kia und der Hyundai-Konzern sagen halt, 800 Volt sind so ein preissensitives Thema, das können wir in so einem SUV aus der Kompaktklasse einfach nicht unterbringen. Und das finde ich sehr schade. Aber vielleicht ändert sich das ja noch, wenn die Technik günstiger wird. Sag mir gerne mal, ob das für dich ein Kaufkriterium wäre. Für mich wäre das nämlich eins. Und jetzt kannst du mir auch gerne noch die Meinung zum iV3 in den Kommentaren sagen. Wenn du den Kanal abonnierst, verpasst du auch kein Video mehr. Und ich verabschiede mich wie immer mit den Worten, bleibt in Fahrt, euer Eckhardt.